Die 38 cm Schnellladekanone Kaliber 45 war ein im Ersten Weltkrieg eingesetztes Geschütz der Kaiserlichen Marine und des Deutschen Heeres. Ursprünglich als Schiffsgeschütz konzipiert, kam es unter der Bezeichnung 38 cm Geschütz Max bzw. Langer Max auch zum Landeinsatz. Es wurde ebenso wie die Dicke Bertha von der Firma Krupp als alleinigen Hersteller schwerer und schwerster Geschütze produziert. Die 38 cm SKL 45 besaß ein Rohr mit einem Innendurchmesser von 38 cm und zählte damit zu den größten damals eingesetzten Kalibern. Ihre Reichweite betrug bis zu 48 Kilometer. Ihren Ursprung hatte dieses Geschütz als Hauptbewaffnung der deutschen Großlinienschiffe der Bayern-Klasse, von denen nur die SMS Bayern und die SMS Baden bis zum Ende des Ersten Weltkriegs fertiggestellt wurden. Mit dem Beginn des Stellungskrieges im Jahre 1914 wurde das Fehlen schwerer und überschwerer Artillerie auf deutscher Seite bemerkbar. Zahlreiche Improvisationen entstanden in aller Eile. Der Umbau der ursprünglich für Schiffe vorgesehenen Geschütze für den Landeinsatz betreute der Chef des Waffendepartements im Reichsmarineamt, Vizeadmiral Maximilian Brocke, nachdem das Geschütz auch die Bezeichnung Max erhielt. Der lange Max konnte sowohl als reines Eisenbahngeschütz oder als Bettungsgeschütz eingesetzt werden, wozu je nach Bauweise eine Schießkurve oder eine bis zu 360 Grad drehbare Bettung vorgesehen war. Die Geschützbankvariante war im Aufbau aufwendig. Zwischen Eisenbahnwaggons wurde die Barbette über eine Bettung gefahren. Diese Bettung war mit Beton ausgegossen. Der Auf- und Abbau dieser Anlage dauerte relativ lange. So wurde das Geschütz meist weit hinter der Front aufgebaut. Die Schlacht um Verdun wurde am 21. Februar 1916 um 18.12 Uhr deutscher Zeit mit Schützen des Langen Max im Wald von Warpemont eröffnet. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr gerade seht hier, es ist gerade wieder stürmisch und regnerisch und wir sind gerade aktuell wieder in Verdun unterwegs und wir haben hier ein Riesengeschütz. Und zwar ist das der Lange Max. Der Lange Max ist eigentlich eine Schiffskanone gewesen, die man damals auf diesen Großlinienkampfschiffen der Bayern-Klasse installiert hat. Und das ganze Geschütz wurde damals von der Firma Krupp entwickelt. Es war ja die einzige Firma, die Schwer- und Schwerstgeschütze produzieren konnte. Und dadurch, dass man auf deutscher Seite relativ viele Probleme hatte, schwere Geschütze an die Frontlinie zu bekommen, ist man dazu übergegangen, diese eigentlich für die Schiffe konzipierte Kanone auf Landeinsätze zu bringen. Und das hat man hier gemacht. Da gibt es hier hinten, gehen wir gleich mal hin, noch die Einbettung, das ist ein sogenanntes Bettungsgeschütz dann. Und das Interessante an der Kanone ist, damit hat man damals im Februar, am 21. Februar, die Schlacht oder das Feuer auf Verdun eröffnet. Damit beging praktisch alles los. Mit dieser Kanone ist dieser Einsatz gestartet. Das ist eine Schnellladekanone mit 38 cm Durchmesser. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Kanone ist, aber ihr seht jetzt hier diesen Durchmesser hier. Ja, ist schon Wahnsinn. So, hier habt ihr mal das Geschoss, was hier mit dem langen Max verschossen wurde. Wenn ihr jetzt mal hier die Größe vergleicht, ich stehe jetzt direkt neben der Kanone, bin 1,93 und ihr seht, wie groß das Ganze ist. Wir müssen echt aufpassen, es wird extrem stürmisch. Ist natürlich heute wieder ein super Tag,
weil hier hinten ist gerade auch noch ein Baum umgefallen. Deshalb müssen wir echt aufpassen, dass wir hier nicht jetzt Gefahr laufen, dass wir hier irgendwo erschlagen werden. Aber ja, das hier, wie gesagt, ist das Kaliber, das Geschoss, 38 cm Durchmesser und ja, ist wirklich gewaltig. So, wir bewegen uns jetzt hier in einer Art Deckungsgraben, der hier angeschlossen ist an die Einbettung des Geschützes. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen, weil leider gummistiefeltechnisch haben wir nichts am Start. Das gibt's doch nicht, hä? Jetzt ist das Ganze hier zugelaufen. Oh, ihr könnt da hinten sehen, wie weit es geht. Ich guck mal, ob ich jetzt... Melanie macht noch ein bisschen mehr Licht. Also wir haben da oben wieder nochmal eine ordentliche Decke mit Stahlträgern und hier extrem gut ausbetoniert das Ganze. Ich weiß auch nicht, ob man während des Prozesses des Schießens sich zum Teil hier auch aufgrund des Rückstoßes vielleicht auch nochmal ja, in Deckung gebracht hat. Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Schade, dass wir da jetzt nicht durchkommen. Ja, hier gibt es jetzt so einen Unterstand. Der ist jetzt hier schon gesichert, dass man nicht reinkommt. Aber könnte man wahrscheinlich eh nicht. Höchstens mit einem Taucheranzug, weil der komplett mit Wasser zugelaufen ist. Das war höchstwahrscheinlich der Kommandounterstand. Wird hier vermutet, wo praktisch ja, der Kommandostand für dieses 380mm Geschütz war. Und ja, kann man jetzt leider natürlich nicht sehen, wie das unterirdisch jetzt hier aussieht. Hier wäre jetzt praktisch die Treppe gewesen. Und damit jetzt hier nichts passiert, ist das schon vor einiger Zeit abgesichert worden. So, hier haben wir jetzt die Geschützbettung, wo das Geschütz eigentlich arretiert gewesen ist und Richtung Verdun geschossen hat. Und interessanterweise hat man schon 1915 erste Probeschüsse Richtung Verdun gemacht, die allerdings zum Teil noch nicht ankamen. Also man hat direkt auch die Stadt beschossen, also die Zivilbevölkerung so gesehen. Es wurde ein Theater auch zerstört, die Gendarmerie wurde zerstört und noch viele weitere Gebäude. Und die ersten Großkanonen, die man eingesetzt hat, war auch zum Beispiel die dicke Bertha. Allerdings, die hat zwar noch einen größeren Durchmesser, ich glaube 420 mm, aber die kam nur 15 Kilometer weit. Der dicke Max kam über 40 Kilometer, ich glaube sogar fast bis 50 Kilometer von der Distanz. Und damit konnte man natürlich ein riesen Gebiet abdecken und war jetzt für den Angriff auf Verdun mit ja, ziemlich wichtig einfach. Auch hier, wo Melanie jetzt gerade vorsteht, haben wir auch noch mal so einen Shelter, also einen Unterstand. Auch hier konnte man früher rein. Allerdings, ja, es ist zwar jetzt hier auch abgesperrt, aber auch hier hätten wir jetzt keine Chance. Das ist zugelaufen. Man kann ein bisschen, ja, ein bisschen kann man erkennen, ne, dass es dann unten reingeht. Eine Treppe kann man leicht erkennen, aber ja. Also vermutlich konnten sich auch hier Besatzungsmitglieder und so weiter hier ja, unterstellen einfach. So, was hier jetzt eigentlich noch wichtig ist zu sagen, diese kleinen Stollen oder kleinen Tunnel, diese Unterstände, sind im Prinzip nicht nur, damit die Soldaten sich schützen konnten, sondern hier waren auch die Werkstätten, Produktionsstätten drin, weil man zum Teil die Geschosse erst für die Benutzung vorbereiten musste. Das alles ist hier in diesen kleinen Stollen, in diesen ja, Unterständen passiert. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich ein bisschen mehr Glück. Es sieht nicht so aus, als ob hier so viel Wasser drin ist, aber man sieht hier durch, ja, halt dadurch, dass es nicht instand gehalten wird, drückt auch hier immer wieder mal Wasser hoch. Und ja, es ist hier einfach schon hochgekommen, der ganze Boden. Der hat dann wahrscheinlich dann auch noch so Abzüge gelassen, weil hier wahrscheinlich auch durch diese Produktion und Arbeiten, die stattgefunden haben, auch ein Luftaustausch stattfinden musste. Weil man ja letztendlich auch mit Pulver und Sprengstoff hier auch wieder hantiert hat. Auch
hier drückt es den Beton im Prinzip weg. Das ist schon das Erdreichen, das hier durchkommt. Deckenhöhe ist jetzt schon ziemlich niedrig. Ich vermute mal, dass hier auch Material zum Teil da reingeführt wurde. Ja, so wie es aussieht, ist diese Passage. Das müssen wir, wenn wir uns von außen nochmal anschauen, jetzt leider auch wieder mit Wasser gefüllt. Hier ist irgendwie noch eine sickere Stelle, die abgedeckt ist. Das war vielleicht gar nicht so hoch jetzt. Haben wir vielleicht ein Glück? Okay. Also hier zum Beispiel kann man sich jetzt vorstellen, dass hier die eine oder andere Arbeitsstation dann gestanden hat. Da müsste man einfach mal schauen, ob man vielleicht noch Originalaufnahmen findet, die wir hier euch nochmal präsentieren können. Ja, also wir haben hier Glück, wir konnten doch die Passage hier durchqueren. Dann kommen wir praktisch wieder in so einer Ausbuchtung, wo mit Sicherheit die Arbeitsstationen gestanden haben. Hier in der Mitte kann man noch das Gleisbett erkennen. Hier vor im Prinzip dann der Wagen oder die Lore, wie immer man es dann betitelt, mit dem Projektil, mit der Granate. Vor hier praktisch hin zur Einbettung, zur Kanoneneinbettung, um entsprechend geladen zu werden. Vermutlich hat man entweder hier oder außerhalb die eigentlichen Granaten gelagert und sind hier praktisch wie durch solche Stationen die einzelnen Punkte durchlaufen, wo die Vorbereitung letztendlich stattfand, um das Geschoss fertig zu machen. Hier hat man jetzt mal einer dieser Loren oder dieser Wagen. Und das ist jetzt nicht ganz das Objekt. Es gab hier praktisch noch so eine Vertiefung, wo praktisch das Geschoss reingelegt werden konnte. Und dann ist das, wie gesagt, durch die einzelnen Stationen, wo Melanie jetzt steht, hier raus befördert worden und ging dann hier zur Geschützbettung. Und dann hat man das Ganze entsprechend geladen und verschossen. Und das Interessante ist, dass es hier auch noch wie eine Abschirmung gab, die man über ein Schienensystem schließen konnte, weil natürlich der Rückstoß und der Explosionsknall so mächtig war, das konnte man 10 Kilometer weit hören, waren die natürlich sehr erfinderisch, um das Ganze entsprechend zu tarnen. Und mit solchen Sachen ging im Prinzip das System des Tarnens erst so richtig los, weil man natürlich gab es im Ersten Weltkrieg auch schon die ersten Flugzeuge, oder da ging es halt richtig los, dass man Flugzeuge, also den Luftkrieg, also für den Krieg einsetzte. Und so ein Riesengeschütz mit so einem Rückstoß, mit so einem Knall, war natürlich extrem leicht zu orten. Und man hat auch so Probeschüsse vollführt mit Rauchentwicklungen an verschiedenen Positionen, um halt zu verschleiern, wo letztendlich das Geschütz halt stande. Na, sonst wäre sowas natürlich relativ schnell und zeitnah ausgeschaltet worden. Ja, wir werden gleich gucken, ob wir jetzt im rückwärtigen Raum noch weitere Objekte sehen und erklären können, die jetzt hier noch zu dieser Einbettung dazu gehören. So, hier wie gesagt, wir stehen jetzt praktisch gerade auf den Munitionsschächten und Stationen, wo wir gerade durchgegangen sind. Und das sind ja jetzt hier diese Luftschächte, die ihr jetzt einmal von oben seht. Wir bewegen uns jetzt praktisch hier oben lang. Das Ganze gabelt sich. Wir sind praktisch in diesen Abschnitt reingegangen und parallel dazu gibt es noch einen zweiten. Das würde erklären, oder man kann es wahrscheinlich so erklären, dass natürlich die Geschosse parallel, dass man natürlich mehr Zeit hat oder schneller Geschosse fertigstellen konnte, um halt dann im Betrieb die Kanone schneller zu laden. Dass man sich praktisch schon zwei Munitionskanäle, zwei Munitionsstollen fertig gemacht hat, um den Prozess zu beschleunigen.
Ja, hier seht ihr jetzt im Prinzip nochmal die Eingänge. Hier waren wir gerade drin, zu dem Munitionsbereich, zu den Stationen. Also ihr seht hier, wie gesagt, diese Gabelung, man hat einmal da fertigen können, einmal da fertigen können. Hier oben scheint es noch einen Punkt zu geben, wo man wahrscheinlich eine Laufkatze oder sowas, einen Kran, hat arretieren können, damit hier wahrscheinlich die Geschosse auch erstmal auf die Loren bzw. auf die Wagen gehievt werden konnten. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer die im Einzelnen gewesen sind. Wir werden jetzt hier mal diesen Kanal weitergehen, ob wir da jetzt noch zu irgendeiner Produktionsstelle kommen, das wird sich jetzt eben zeigen. Es ist letztendlich so gewesen, dass man natürlich die Granaten und das Pulver über das Schienensystem hier erstmal in diese Richtung verbracht hat. Also sie sind ganz normal über einen Bahnhof hier in der Nähe angeliefert worden, dann über einen Bauernhof praktisch so eine Art Umschlagplatz und sind dann hier hingekommen in diesem Bereich, wo man eine Schmalspurbahn praktisch genommen hat, die aber dann unterbetoniert wurde. Eigentlich nur aufgrund dessen, weil ein so eine Granate 750 Kilo Gewicht hat. Das muss man sich mal überlegen. 750 Kilo Gewicht. Und dann ist das praktisch hier in diesen Prozess hineingelaufen. Also man hat die aufgeladen auf die Förderwagen und sind dann hier hinten in die Richtung, wo wir gerade eben standen, praktisch in den Stationsbereich gekommen, wo das alles zusammengesteckt oder das Pulver praktisch hineingegeben wurde, so dass es halt sprengfähig gemacht wurde. Ja, also die Maschinerie dahinter, bis man die Geschosse hierher gebracht hat, auch die alleine ist schon echt gewaltig. Das hier ist jetzt ganz interessant, obwohl es jetzt so banal unspektakulär aussieht. Was man jetzt hier als Stein identifizieren würde, hier überall sind Zementsäcke gewesen. Man sieht auch hier noch den Abdruck von den Leinen, von den Leinsäcken, wo der Zement drin war, und man hat ja hier versucht, noch eine zweite Geschützstellung zu platzieren und hat im Prinzip das nicht fertigstellen können und das Material einfach in dem Zustand zurückgelassen. Und dadurch, dass die ja seit dem Krieg halt nicht mehr bewegt wurden, sind die ja hier praktisch versteinert. Das ist schon wirklich sehr interessant. Also hier überall, wenn ihr das erkennen könnt, ist natürlich schon alles mit Moos überwachsen. Das sind alles wirklich Zementsäcke gewesen. Man sieht hier noch ein bisschen, hier sieht man es vielleicht am besten, diese Form eines Sackes und hier so ein bisschen teilweise den Bereich, wo die Leine halt durchgedrückt hat. Wow. Ja, das war jetzt unser Ausflug hier an den Langmax, an die riesige Schnellladekanone aus dem Ersten Weltkrieg von der Firma Krupp. Und alles, was wir noch ringsum gesehen haben, wir können jetzt leider nicht mehr die Drohne starten, um euch dieses mächtige Geschütz jetzt nochmal von oben zu zeigen. Aber wir hoffen, dass euch das gefallen hat und wir sehen uns ganz einfach beim nächsten Mal. Macht's gut!